Sport Klaassen, Ihr Sport 2000 Händler mit der Riesenauswahl an Sport und Outdoor auf 3000 Quadratmetern. Jetzt auch online. Besuchen auch Sie uns. Ah, auf zum Strand. Na gut, es ist jetzt nicht gerade die richtige Zeit dafür und auch das Wetter ist bestenfalls bescheiden, aber das macht ja nichts. Sand, jede Menge Sand. Aber irgendwas fehlt hier. Richtig, wo ist das Meer? Tja, das gibt es hier nicht, also nicht direkt. Das hier ist nämlich der Trockenstrand von Uplevad. Und es ist der einzige seiner Art weltweit. Fertig geworden und eröffnet im Jahr 2000 und lockt jährlich tausende Besucher. Im Sommer selbstverständlich. Jetzt gerade verirren sich hier nur ein paar Spaziergänger. Aber es geht auch anders, wie diese Bilder aus den letzten Jahren zeigen. Hier in der Nähe steigt traditionell das Drachenfest im Oktober. Zurück in die Gegenwart. Das Gelände misst rund 9000 Quadratmeter und hat so in etwa Fußballplatzgröße. Und die 5000 Kubikmeter Sand sollen echtes Strandfeeling verbreiten. Das sind grob gerechnet über 7000 Tonnen. Nimmt man an, dass ein Lastwagen 10 Tonnen trägt, wären das 700 LKW-Ladungen. Wer zum Meer möchte, muss über diese sehr hohe Düne gehen. Nein, Scherz, es ist der Deich. So, links, rechts, kommt keiner, sehr gut. Nach nur wenigen hundert Metern ist man drüber weg. Und zumindest bei Flut direkt am Wasser. Nach dem Baden geht es wieder zurück und man kann sich abduschen. Sogar warm, wenn die Sonne scheint. Und auch sonst gibt es für den Strandurlaub hier jede Menge Dinge. Grill, Bänke, Spielplatz und natürlich Muscheln. Das sollte für einen winterlichen Besuch hier in Uplevad genügen. Im Sommer dann gerne wieder.